Jo, moin moin und hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und ja, eine weitere Runde Far Cry Primal. Ich habe mich hier mal zu den Kollegen ans Feuer gesetzt. Moin, moin, moin. Die beiden, ja genau. Also er erzählt unglaublich schlechte Witze und ja. Ihr guckt da einmal was aus dem Poji oder was war das? Nee. Sie hat schon die Klinge rausgeholt, sie brüht gleich einen lecker Tee für ihn und dann hält er erstmal für die nächsten paar Stunden die Schnauze. Einfach mal hoffen. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch Schönes? Ich muss mich hier, glaube ich, ganz erstmal kurz orientieren, wo es denn überhaupt so längs geht. Lagerfeuer, oh, hier sind wieder Leute, die viel Musik machen. Das werden immer mehr. Ja. Also bald, hier hinten er noch mit dazu. Bald kann ich hier eine richtige Band aufmachen. Winja. So, jetzt weiter üben. Ab. Was ist los? Euch die Lust vergangen? Ich hätte das Wort. Oh. Oh. Sorry, Leute. Also sagt man einmal was von der. Man will sonst immer die Fresse aufreißen, aber wenn es dann mal richtig losgeht und lass mal was machen, dann ist nix. So. So, ist das Pissemann? Der kleine. Entschuldigung. Ich wollte da eigentlich. Naja, egal. Hier übrigens immer mal wieder Kommentare und Anmerkungen zu den Videos mit irgendwelchen FPS-Drops und ähnlichen Dingern. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und auch von wegen Rendern und so, das mache ich eigentlich nur ganz selten. Wenn das, nur das, die Zeit habe ich überhaupt gar nicht dafür. Wie gesagt, ich habe Vollzeitjob und ähnliche Späßchen. Ich versuche eigentlich live alles so einzuspielen, dass ich das so nehmen kann. Aber vielleicht, wenn da jemand irgendwelche großen Tipps und ähnliche Späßchen hat, dann nehme ich das gerne an. Wie gesagt, ich habe hier neben mir also noch einen zweiten Rechner stehen, der ein bisschen Arbeit übernehmen kann. Mit dem kann ich halt auch rendern. Das geht wohl, das dauert halt ein bisschen, aber das macht er dann halt über Nacht. Aber wenn da jemand Tipps hat, wie ich irgendwas verbessern kann hier, dann möge er nicht schweigen und zu Worte kommen. So, jetzt haben wir Emma. Ihr macht das ganz gut. Er hat ja nur eine Hand. Weißt du, andere Leute anpissen kann er. Winja Kwaifa, Tachisla Tachicham, Winja Baldaha, Madam Shidao-san, Samshar Madus Damsha. Ja? Und? Hallo? Monsieur, wie wäre es mit einem weiteren Wort? Oder wie wäre es mal mit einer vernünftigen Rasur? Hm? Aha, das könnten wir also. Das machen wir doch einfach mal. Hui, basteln wir eine neue Hütte, obwohl er uns angepisst hat. Der kleine Schwachmat. Ja. Mit der anderen Hand, ne? Was mit der anderen Hand? Was mit links? Entschuldigung. Belohnung, Handwerksfähigkeiten, neue Stabertasche, Gürtel Handwerks, Falle, Wurfgeschoss, Top. Sucht, Splitter, Wurfgeschoss. 1500. So, das ist ja, das sieht ja das voll schön aus und so hier. Da kann man nochmal mit dem. Oh. Aha, soll ein neuer Kletterhaken werden, offensichtlich. Ja, nice. Ah,
Das hat schon vom Zugucken wehgetan. Alter. Aber der sieht auch aus, als hätte ihm jemand gerade auf den Bauch gekotzt. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen soll, aber. Noch eine Körperverlängerung, die er verloren hat. Na, jetzt ist er wieder voll dabei. Na denn. So, jetzt muss ich kurz orientieren hier. Da oben ist die Hütte. So, hier sind irgendwelche. Was ist mit dem Kalk hier? Erzähl. Okay. Totems beschützen. Krieg ich hin. Glaube ich. So, was hier? Hui! Direkt ins Feuer. Au, war ja klar. Da. So, erstmal gucken hier. Oh, guck mal, die lächelt sogar, Freunde. Das ist selten hier, dass jemand hier pauschal lächelt. Interessant. Die hat einen freundlichen Gesichtsausdruck. Das ist. Schrarwadar. Winja Schwarga daha. Ustauman Yakatakar. Wadar Salwadar. Da weiß ich schon was, ja? Lass mich raten, das Flusswasser macht euch krank, seit der Pissemann da ist. Gelöst. Sherlock Tucker. Geil. Hier irgendwelche, kann ich mal irgendwas anderes zu Ende bauen? Guck mal, den könnte ich auch bauen. Mach ich doch mal. Voll die geile Hütte, Alter. Yo. Okay. Nee, schön. Takas Höhle. Verbessert. 3000 XP. Geil. Alter Schwede. Ist eigentlich schon fast. Das ist schon ein bisschen, weißt du, ich lebe hier in der Höhle. Ja, das ist alles meins hier. Und die haben da draußen ihre kleinen Hütchen und dann bedanken sie sich auch noch voll lieb bei mir. So, oh, hast die voll toll gebaut und so, weißt du? Und du hängst hier so. Geil. Schönes Ding. So. Ich muss eigentlich auch mal, das habe ich total vernachlässigt, ich muss mir eigentlich auch mal irgendwie ein neues Tier basteln hier, ne? Den muss man auch mal zähmen. Ich meine aber, ich habe doch. Doch, hier, Köder. Siehst du, Köder habe ich. Ich habe noch Köder. So, wer ist das? Jamashütte. Kann ich nicht. Machen wir Platz da. Geh mal weg. Achso, das wäre eher schon wieder. Nö, wollen wir nicht übertreiben, ne? So, und dann hätten wir hier diesen Kollegen noch. Ach ja, genau. Das ist hier der Krieger. Nordton, Nordschwarzstein und Nord 30. Alter. Ja. Nein. Da wollte ich hin. So, das heißt, ich habe jetzt. Finde raus, was das Wasser. Das sieht doch. Das sieht aus, als würde ich da hinfinden. Bin noch zu nah am Dorf oder was soll das sein? Das geht aber weit nach unten hier. Alter. So kann ich jetzt meinen Bogen machen. Danke. Shit. Hat er das überlebt? Blut? Ist ja auch schön da hinten noch. Toll, ey. Mach ich jetzt nur, damit ich mein Pfeil zurückkriege, oder? Bleib mal. Sonne Miste. Hm.
Das ist einer von meinen. Rechtzeitig erkannt. Normalerweise schieße ich alles über den Haufen, was mir über den Weg kommt. Lassen wir heute mal. Wenn wir umgucken hier, kommt da irgendwas? Achso, mein Wolfie. Wolfgang ist wieder mit von der Partie. Was ist das? Das ist einer von meinen. Das ist gut. So, diese, das sind auch meine. So Leute, was ist hier los? Was macht ihr da? Schmeißt ihr hier irgendwelche illegalen Substanzen ins Wasser oder was wird das? So, finde heraus. Marwa Baiska. Toter Fisch. Furioser Erfahrung, ein Gigablick. Ah. Toter Fisch, Toter Fisch, Toter Fisch. Oh, ich ahne es. Hier ist ein riesiger Schlumpf. Mit einem ganzen Sack voll toter Fische. Quer übers Feld getobt. Ja, gut, okay, Entschuldigung. Ich weiß, ich sollte das alles hier mit einer gewissen Ernsthaftigkeit behandeln. Das, da werde ich jetzt auch direkt zu übergehen. Der Begleiter hier? Offensichtlich nicht. Schnitz! Die Schnitz! Wenn das mal in Wahrheit so gehen würde. Oh, es wird dunkel. Das ist aber nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber ich habe auch irgendwie die Spur verloren, kann man sagen. Ne, hier geht's weiter. Weiter. Achso. Ich hätte nicht drüben bleiben können. Also, mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal überlege, wie viele tote Fische hier schon gelegen haben, muss man ja schon mal ein bisschen überlegen, wer schleppt denn so viele Fisch mit sich rum, dass er einen Verlust einer solchen Menge Fisch nicht gewahr wird. Das Viech da hat gerade so komisch gedampft, oder was? Warum? Warum dampfen die so? So, da hätten wir hin. Fisch. Ah, schauen wir mal. Geht weiter hier. Da drüben können wir noch ein bisschen Schliefer abgreifen. Wenn die nicht schon voll sind. Ich sollte mal häufiger darauf achten. Aber da ich ja gerade relativ viel ausgegeben habe, auch für die Hütten, sollte das eigentlich. Sollte das eigentlich nicht so schwierig sein. Erstmal. Ja, ich weiß. Hat er noch gelebt? Das wäre ja ein bisschen fiese jetzt, ne? Ja. Und du? Finde die Ursache der Krankheit. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Au. Nee, da oben wartet jetzt irgendwas Böses hier. Das Wolfgang muss erstmal wieder. Ah, da. Ich wollte sagen, gibt es hier keine weiteren Hinweise, aber es ist eine weitere. Lächeln. Tasche voll, du kannst nichts mehr. Das war, glaube ich, schiefer jetzt. Untersuchen. Krankheit hier stärker. Tötet den Bären. Ja. Die Krankheit hat den Bären getötet. Und hier.
Soll man sagen. Wohin, Herr Schmidt? Wohin, wohin? Ja, also hier wuselt ganz schön viel Scheiß in der Gegend rum. Was man so ausdrücken darf. Die Tasche, für was auch immer, also was auch immer da gerade gelegen hat, das ist ein Knochengerippe. Also wir scheinen sowas wie eine alte knochengammeliges Gerippe-Tasche zu haben und die ist leider voll. Das ist natürlich sehr betrüglich. Schau her. Ich weiß nur nicht, aber also kann natürlich auch sein, dass es jetzt der weise Waldgeist war, der uns was erzählen wollte, aber der hätte ja schneller was sagen sollen. Hallo, der ist da hinten links. Oder? Entferne die verrotteten Leichen aus dem Wasser. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber ich habe hier doch gerade noch irgendwie was blinken sehen. Da. Da ich ja. Achso, meine Tasche mit verrotteten, gammeligen Knochen war ja eh voll. So, verrottende Leichen entfernen. Yeah. Wow. Und guck dir den mal an, Alter. So mit Maden im Bauch und, oh, geil. Oder sollen das die Eingeweide sein? Ich keine Ahnung, so richtig fresh sieht er aber schon mal nicht mehr aus. So. Noch irgendjemand ohne Fahrkarte hier? Ich sehe nichts. Hallo? Mich juckt am Auge. Fort eine Leiche entfernen. Hallo? Wolfgang, siehst du hier noch eine verrottene Leiche? Da ist noch eine. So, komm, kannst dich hier zu deinem anderen Schlumpi mit hinlegen. Kuscheln. So, das war der und... Ah. Der Gegenstand wie die Tasche verrottende Wasserleichen ist voll. Schade, dann legen wir die halt auch da hinten mit hin. Das ist ja. Da kennen wir ja nix. So. Drei Stück. Abgeschlossen. Der Faulfluss. Sehr gut. Und was ist hier hinten? Das sieht nach Giftgas aus. Okay, das hat irgendwie gar nichts gebracht. War aber mega risky. Ich muss mal sagen, das hätte uns jetzt fast getötet. Gebracht hat uns das aber nichts, oder? Also ich habe da nichts Aufregendes gesehen. Ich habe da jetzt aber auch keinen Bock, da nochmal reinzuwenden. Bin ja schon froh, dass ich hier so einen halbwegs professionellen Eindruck vermitteln kann. Hoffe ich zumindest. So, also hier waren wir schon und da hinten läuft schon mal direkt eine Portion Auffüllung für das Fleisch, das wir gerade verhackstückt haben hier. Grünblatttasche ist auch voll. Leider nicht der, den ich gerade angeschossen habe. Wo ist der denn hin? Ah! Da! Hast du dich niedergelegt. Tasche für den Gegenstand ist bereits voll. Ich hoffe, damit war Fleisch und Fell gemeint, also Leder. Gut.
damit haben wir diese Aufgabe erledigt. Und nun haben wir doch noch eine andere. Hier, Dorfmission, Schwierigkeit leicht. Geistertotem zu errichten. Schwierigkeit mittel. Drohung für den Wegpunkt. Das müsste ich dann ja... Ja, aber da kann ich ja nicht hinreisen. Ne? Das wäre der nächste Schnellreisepunkt. Um da hinzukommen und da... Das war dieses oberfiese Dorf, ne? Ne, da habe ich jetzt eigentlich gerade nicht so richtig Bock drauf. Ich kann's ehrlich sagen, da krieg ich wieder nur Haue. Das ist voll doof. Unbekannter Ort, was war denn hier zum Beispiel? Da, Ungarner Handwerker. Erklimme die Klippen, sammle Federn. Ach, genau, die Federn waren das. Da müssten wir dann also dahin. Das machen wir doch einfach mal, ne? Wir haben ja doch locker. So, was haben wir hier noch alles? Rotblatt. Haben wir. Ist voll. Quatsch. Also einfach nur in die Richtung nach oben. Und dann wird wahrscheinlich hier längs gehen können. Hier müssen wir wahrscheinlich dann hier... Ne, will ich nicht. Also hier jetzt quasi in die Richtung ab weiter. Ach Gott, da wird schon wieder geschrien. Für alt und für neu. Schön! Schön gesehen! So. Geil. Da. Ich würde sagen, schön die Leiche wieder aus den Augen verloren. Ich höre die doch hier immer noch schreien. Diese kleinen Angriffeleien unserer Gegner hier. Bitte klettern Sie jetzt. Arsch. Das hat ganz schön wehgetan, würde ich mal sagen. Ja? Patsch. Aber was war das für ein fieser Hund? Ich glaube, das war ein dressierter Wolf oder sowas, ne? Also von denen jetzt sozusagen. Ein Wolfgang. Der Evil Wolfgang. Quasi. Evil Wolfgang. Wie sieht's denn aus mit... Ah, einen haben wir irgendwo verschenkt. Achso, war voll die Tasche. Spaxis, ne? Das ist ja nicht so schön. Dort. Ballack? Früher kannte man hier schon Ballack? Michael Ballack? Kennt ihn überhaupt noch jemand? Also, kennt ihn noch jemand? Ist eher die Frage. Müll. Karte. Dame. Also in die Richtung. Da muss ich jetzt eigentlich eher. Als irgendwo anders hin. Ich würde interessieren, ob man den zähmen kann, ne? Kann man bestimmt.
Aber dafür müsste ich mir, glaube ich, erstmal wieder reinziehen, wie man den überhaupt wegschickt. Halten, senden, halten, Bestie zurückrufen, schließen. Naughty. Okay, und dann müsste ich... Was sagst du nochmal? Wie ging denn das nochmal? Verdammt. Was? Au! Habe ich irgendwie den Raketenantrieb am Arsch oder? Hallo? Na, wir sind wieder voll geheilt, das ist doch schön. So, lange nicht benutzt. Wie benutzt man denn diese blöden Köder nochmal? Die hier. Ne, die da. Ne, so nicht. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null. Jetzt stehe ich mal wieder ein bisschen auf dem Schlauch, wie man den blöden Köder benutzt. Mausrad drehen ist es schon mal nicht. Zwei Rothunde und das eine Reh läuft sogar hinterher. Voll geil. Richtig cool. Ach ja. Verwiesenes Fleischtasche voll. Ja. Mal kurz, ich dachte, das wäre im Bestienmenü, könnte man das entweder mal nachlesen. Das wäre zum Beispiel gar nicht mal so unklug gewesen, wenn man das da nachlesen könnte. Ansonsten werde ich gleich mal den Optionen gucken, aber ich sehe, es ist auch fast die halbe Stunde rum. Und dementsprechend werde ich jetzt hier einfach mal den Cut machen. Den Cut und werde mich hier einmal ganz kurz zur Ruhe gesellen und das einmal auch. Das gerade ein guter Augenblick ist. Hey, die würden die hier zu so einem Lagerfeuer hinkommen? Oh, da hinten auf dem Mammut. Schmackofatz. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal weiter wieder. Da werde ich dann einfach mal schauen jetzt zwischendurch, dass ich rausfinde, wie das läuft. Und dann soll es an der Stelle weitergehen und ich werde einfach mal versuchen, das andere Tier zu zähmen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.